Angeklagt ist der Schüler Samuel Wechsel, der während einer Party am Baggersee eine Klassenkameradin brutal vergewaltigt haben soll. Er kann sich an nichts erinnern. Ist das eine Schutzbehauptung oder hatte er wirklich einen Filmriss? Herr Wechsel, wir fahren heute Ihre Strafsache wegen Vergewaltigung, nachdem Sie unter 21 Jahre alt sind und dessen Verbrechen ist, verhandeln wir vor dem Jugendschöffengericht. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Kirki Daatze. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Als Vertreter der Jugendgerichtshilfe haben wir Frau Moll vom Jugendamt. Sie nehmen mal in der Mitte Platz, bitte, Herr Wechsel. Herr Wechsel, zu Ihren Personalien zunächst mal. Sie heißen Samuel mit Vornamen? Ja, das stimmt. 12. Januar 83 in Hannover geboren. Ja. Sie leben in München. Ja. Sie sind ledig, gehen noch zur Schule. Ja, ich besuche die 13. Klasse noch. Irgendein Einkommen aus dem Taschengeld? Nein. Nebenjob? Nein. Wie viel bekommst du Taschengeld? Ja, knapp 40 Euro. Monat? Ja. Monat. Vorbestraft bisher nicht, also Erziehungsregister und Bundeszentralregister ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 1. Juli 2002 war der Angeklagte auf einer Klassenparty am Strand des Eiblesees in der Nähe von München. Gegen 1 Uhr zog der Angeklagte sich in einen abgelegenen Strandkorb zurück. Die geschädigte Romina Faser folgte ihm einige Zeit später, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Als die Geschädigte den Angeklagten ansprach, fiel dieser über sie her und warf sie zu Boden. Dann riss er ihr das Kleid nach oben, schob den Slip herunter und vollzog trotz heftiger Gegenwehr der Geschädigten den Geschlechtsverkehr mit ihr. Der Angeklagte wird deshalb der Vergewaltigung beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 Nummer 1 Absatz 2 Nummer 1 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, will Ihr Mandant sich zu dem Vorwurf äußern? Ja, er möchte sich äußern. Ja, was sagen Sie zu dem Vorwurf? Also, ich könnte niemals irgendjemanden irgendwie verletzen, böswillig. Also. Also, Herr Wechsel, eine Klassenkameradin von Ihnen, die behauptet, von Ihnen vergewaltigt worden zu sein, oder behauptet, vergewaltigt worden zu sein und Sie eindeutig als den Täter erkannt zu haben. Das kann ich echt nicht erklären. Ich weiß nicht, wieso, wie sie darauf kommt. Ich kann es mir echt nicht erklären. Machen wir es doch mal der Reihe nach. Was ist denn an dem Abend passiert? Sie waren auf dieser Fete, oder? Ja, ich war da, aber ich habe echt keine Erinnerung mehr. Ich habe einen totalen Filmriss. Ich weiß von nichts mehr. Ach, hören Sie doch bitte mit dieser Filmrissgeschichte auf. Nein, das ist wirklich die Romina Wahrheit. Romina ist ein unheimlich hübsches Mädchen. Und da haben Sie sich einfach gedacht, wenn sie nicht will, dann nehme ich es eben mit Gewalt. Nein. Und erzählen Sie nicht solche Geschichten. Hören Sie doch auf, diese Filmrissgeschichten, die hören wir hier jeden Tag. Sie sehen aber, mit wem Sie es zu tun haben. Da könnten Sie vielleicht Ihren Ton ein bisschen mäßigen. Das sehe ich sehr wohl. Herr Wechsel, aber jetzt erzählen Sie uns mal, wie dieser Abend dann so abgelaufen ist überhaupt. Also ich bin so gegen 21 Uhr am Eiblesee angekommen. Ja, war schönes Wetter, wir waren 30 Personen. Und circa 4 Stunden später ging es mir dann wirklich langsam wirklich schlecht. Ich habe mich dann von der Party etwas entfernt, bin in den Strandkörben gegangen. Ja, und das nächste, woran ich mich erst wieder erinnere, ist, wo ich dann morgens aufgewacht bin und ich halt im Wald lag. Also, und ist es richtig, dass Sie Romana den ganzen Abend zuvor umworben haben? Nein, das würde ich mich gar nicht trauen, weil sie hält sich für was Besseres und ich bin einfach zu schüchtern dafür. Ist auch nicht der übliche Sprachgebrauch, denke ich, in Ihrem Alter, umworben, sondern anbaggern, würde man wahrscheinlich sagen. Ja. Ja, wie war es denn an dem Abend? Aber wie war es denn an dem Abend? An dem Abend war es irgendwie... Hatten Sie näheren Kontakt mit ihr? Eigentlich, ja, sie kam halt sehr nett rüber zu mir. Das habe ich eigentlich gar nicht von ihr gar nicht gewohnt gewesen. Hat sie sie eher angebaggert oder wie? Das würde ich eher sagen, weil ich würde mich sowas nicht trauen. Sie kam die ganze Zeit an, hat mir Cola gebracht. Und sie war super nett zu mir, hat mit mir geredet, was ich sonst von ihr gar nicht gewohnt war. Das hat mich halt doch schon ein bisschen verwundert. Und stolz gemacht, oder? Ja, ein bisschen stolz vielleicht schon, so, aber ich weiß nicht. Und vielleicht sind Sie deswegen dann über Sie hergefallen? Nein, ich würde nie über Sie herfallen. Das würde mein Sohn niemals tun! Sie sind ja dann wohl die Mutter des Angeklagten, oder? Ja, ich bin die Mutter. Der ist allerdings volljährig, oder? Ja, das heißt, er kann für sich selber reden, ganz einfach. Aber da muss ich Ihnen ganz etwas einfach sagen. Sagte ich. Es ist aber sehr wichtig. Was denn? Ja, mein Samuel ist ein so lieber Kerl und er kümmert sich so aufopfernd um mich. Schauen Sie mich an, ich bin eine kranke Frau, ich sitze im Rollstuhl. Ich wüsste nicht, wo ich ohne meinen Sohn wäre. Und er interessiert sich auch gar nicht für Mädchen. Der hat noch nie eine Freundin gehabt. Na ja, vielleicht gerade deshalb, ja. Vielleicht wollte er mal einen drauf machen. Sie sagten, nach 4 Stunden auf der Fete ging es Ihnen schlecht. Was hatten Sie dann getrunken? Also ich habe ein Glas Cola mit rumgetrunken. Mehr habe ich nicht getrunken. Also ansonsten habe ich nur...
Cola pur getrunken. Nach einem Glas Cola rum geht es einem doch nicht so schlecht, dass man nicht mehr weiß, was los war in der Nacht, oder? Also, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Also, ich habe aber wirklich nur ein Glas getrunken. Ja, das passt doch alles nicht zusammen. Hört sich komisch an, zugegebenermaßen. Aber vielleicht war es ja auch so, dass dem Samuel irgendjemand etwas ins Glas geschüttet hat. Genau so muss es gewesen sein. Mein Sohn trinkt keinen Alkohol, der mag ihn doch gar nicht. Die haben ihn unter Drogen gesetzt. So, und als Gerichtskommentator brauche ich Sie wirklich nicht da hinten, ja? An den Angeklagten einstweilen keine Fragen mehr. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Die Frau Faser bitte, Herr Seehoff, und Sie nehmen da drüben Platz. Zeugin Faser bitte. Faser, nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Sie sollen ja als Zeugin aussagen. Sie wissen, da muss man die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Zunächst mal Ihr Personal. Sie heißen Romina Faser, 18 Jahre alt. Sie sind ledig. Sie leben in München. Gehen noch zur Schule. Mhm. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Sie haben den Angeklagten ja angezeigt wegen Vergewaltigung. Erzählen Sie uns doch mal, was an jenem Abend passiert ist. Ja, es war so ekelhaft, so widerlich. Der hat mich die ganze Zeit angebaggert und so aufdringlich, ja. Ich dachte, der bespringt mich gleich wie eine läufige Hündin. Echt, es war so widerlich und ich hatte am Schluss richtig Angst vor ihm. Am Schluss auf der Fete, meinen Sie? Und was ist dann danach passiert noch, nach der Fete? Ja, dann ist er irgendwie, ging es ihm so schlecht, dann ist er Richtung Strandkorb gegangen. Und weil ich so ein gutmütiger Mensch bin, dachte ich, ich sehe mal nach ihm. Ich meine, der hat so einen fertigen Eindruck gemacht. Und war so lange weg, dann habe ich gedacht, ich schaue nach ihm. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das Schwein über mich herfällt. Jetzt hören Sie mal erstmal zunächst mal auf mit irgendwelchen Beleidigungen. Und dann will ich Ihnen eins mal sagen. Das hört sich völlig unglaubwürdig an, was Sie hier erzählen. Erst verklickern Sie uns hier, dass Sie eine wahnsinnige Angst hatten. Und dann erzählen Sie uns, dass Sie ja so gutmütig gewesen sind und deshalb zu ihm hingelaufen sind. Ja, stimmt. Merken Sie, wie sich das widerspricht? Angst, Gutmütigkeit? Kann ich nicht mal schauen, wenn es ihm schlecht geht, was los ist? Hören Sie doch auf. Du hast mich abgefüllt. Weiß von gar nichts mehr. Ich hab dich abgefüllt. Das ist ja wohl das Allerletzte jetzt, hier mit so einer billigen Ausrede zu kommen. Du warst schon immer scharf auf mich wie Nachbarslumpi. Du hast die Gelegenheit einfach nur ausgenutzt, als wir da zu zweit alleine weg waren. Vielleicht war es aber doch auch so, dass Sie selber völlig betrunken waren und vernebelt waren. Nicht umsonst kann sich mein Mandant ja wohl an gar nichts mehr erinnern. Ja, der will sich doch einfach nicht erinnern. Ist ja klar, von wegen, ich hab's mir eingebildet. Melanie hat ihn ja noch weglaufen sehen. Natürlich ist er weggelaufen. Sabolet, sag doch mal dem Richter, was los ist. Komm, sag's. Nein, das geht dir niemandem was an, Mama. Du musst es sagen. Das geht dir niemandem was an. Du musst es sagen. Was soll er denn sagen, bitte? Ja, mein Sohn interessiert sich doch gar nicht für Frauen. Will es halt heißen? Ja, im letzten Jahr hat er mir halt seine Neigung gestanden. Und ich war total schockiert. Ich meine, Sie müssen sich das mal vorstellen. Also bevor wir jetzt langsam umreden, was für eine Neigung? Ja, er hat gesagt, er ist homosexuell. Was? Jetzt ist er schwul? Boah, nee, das kann echt nicht sein. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Nee. Mein Gott, ich habe erst mal die Schuld bei mir gesucht. Ich habe gedacht, ich habe die Erziehung verkehrt gemacht. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Herr Wechsel, an sich geht es ja niemand was an, wenn man es nicht erzählen will. Aber ich glaube, in dem Fall hier tätst sehr wohl was zur Sache. Ja? Er wollte doch nur also, mal ausprobieren. Nee, jetzt sind Sie gar nicht dran im Moment. Sind Sie homosexuell? Ja, Frauen interessieren mich wirklich nicht gerade so sehr dolle, sag ich mal. Na, anscheinend wolltest du schauen mal, wie es doch mit einer Frau ist, so wie oder? Sie gerade reagiert haben, wussten Sie davon nichts, oder? Nee, woher sollte ich das wissen? Frau Faser, das wundert mich aber nun doch ein bisschen. Warum sollte denn gerade mein Mandant, der anscheinend homosexuell ist, sich an Sie ranmachen? Was soll das denn jetzt heißen? Hm? Ich wurde vergewaltigt von dem, ja? Da und der sagt, er kann sich ja nichts erinnern. Da habe ich noch Zweifel dran, das will ich Ihnen ehrlich sagen. Und jetzt will ich Ihnen noch was anderes fragen. Warum haben Sie, die ja nun nicht gerade den Eindruck macht, als ob Sie mit der Wahrheit oder irgendwelchen Ankündigungen von hinterm Berg hält, warum haben Sie 3 Tage lang gewartet, bis Sie meinen Mandanten angezeigt haben? Ja, dafür habe ich mich geschämt. Ich wollte nicht, dass es jeder erfährt. Meine ganze Klasse ist doch peinlich. Mega peinlich, nicht? Ja. Ich glaube, da hören wir uns mal die andere Zeugin an. Ja, Herr Seehoff, die Frau Heilberg, bitte. Die Zeugin bleibt als geschädigt nach 61.2. Zeugin Heilberg, unbeeidigt. Nimm doch mal da hinten Platz, bitte. Frau Heilberg, nimm doch bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss. Sie könnten auch beeidigt werden. Falschaussagen waren schwer bestraft. Mhm. Ja? Zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Melanie Heilberg.
Genau. 18 Jahre alt, Sie sind ledig, Sie leben in München. Mhm. Sie gehen auch noch zur Schule? Ja, in dieselbe Klasse. Sind auch mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Frau Heilbach, Sie haben damals am Strand die Frau Faser gefunden. Mhm. Schildern Sie uns doch bitte mal, wie das war genau. Also ich bin so gegen 14:45 circa zum Strandkorb gegangen, weil die Romina plötzlich weg gewesen ist. Und dann habe ich nach ihr gerufen und dann habe ich halt gesehen, wie der Samuel ganz plötzlich weggerannt ist und die Romina einfach total fertig dort gelegen ist. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe von nichts mehr eine Ahnung. Nee, es ist totaler Albtraum. Das ist auch kein Wunder, ehrlich gesagt, dass er sich nicht mehr dran erinnert. Und warum ist das kein Wunder? Naja. Mach bloß keinen Scheiß, Melli. Also, Sie sagen hier der Zeugin überhaupt nicht, was sie zu tun hat, ja? Es ist so, wir haben ihm eine ganze Flasche Wodka unter die Cola gemischt. Halt die Klappe! Kann's ich aber rede nicht jetzt sein. Du blöde Kuh, echt? Ja, selber. Sie sagen jetzt gar nichts mehr und bei der nächsten Beleidigung setzt ein Ordnungsgeld. Also Sie gemeinsam haben ihm eine Flasche Wodka. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Ihr blöden Weiber habt mich abgefüllt, oder was? Das ist die Flasche und es tut mir echt irre leid, was an diesem Abend passiert was ist. Was steht da drauf? Samuels Schwulentest. Würden Sie mir bitte mal erklären, was das Etikett soll, was da mit diesem Text da auf sich hat? Ja, es ist so, dass Romina und ich, wir wollten uns eigentlich nur einen Spaß erlauben und wollten halt dann mit dieser Flasche herausfinden, ob der Samuel wirklich schwul ist. Wir wollten ihn damit abfüllen und... Ihr habt mich abgefüllt, einfach so? Das heißt, Sie hatten irgendwie schon länger die Vermutung, dass er homosexuell ist. Ja, das Gerücht geistert schon länger durch die Schule. Also, er hat ja auch nicht ein einziges Mal nur irgendwie ein Mädchen angeschaut, angesprochen oder sonst irgendetwas. Der interessiert sich ja gar nicht dafür, denkt man fast. Und und an dem Abend wollte Romina ihn halt schauen, also wollte sie schauen, ob sie ihn nicht irgendwie knacken kann. Und hat ihn dann wirklich derbe angegraben. Also was mich doch wundern würde oder interessieren würde und wundert, Herr Angeklagter, ich meine, eine Flasche Wodka, haben Sie nicht gemerkt, dass da so viel Schnaps in der Cola war? Ja, ich trinke normalerweise gar keinen Alkohol und nee. Ich trinke auch keine Cola, kann gar nichts. Und auf einmal wird man also hinterlistig abgefüllt. Das kannst du wohl echt nicht sein hier. Von diesen blöden Weibern. Ich habe schon versucht anzusehen. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Der Alkohol allein, der interessiert mich nämlich überhaupt nicht. Was am Strand war, das will ich wissen. Mhm. Also es war so, Samuel war plötzlich weg und die Romina meinte halt, er wäre schon die ganze Zeit total rattenscharf gewesen. Und sie meinte halt, dass sie ihm jetzt hinterhergehen würde und schauen würde, ob sie ihn jetzt nicht vielleicht knacken könnte. Und hey, ich glaube, du tickst halt nicht mehr ganz richtig. Jetzt lass mich endlich mal hier ausreden, verdammt. Genau so ist das. Und Sie machen jetzt den Mund nicht mehr auf. Romina war halt auch schon tierisch betrunken, also kann man nicht anders sagen. Ja, dann ist ihm gefolgt. Ja, aber der Typ hat mich doch vergewaltigt, Melli, das weißt du ganz genau. Jetzt hör endlich auf, hier so einen Mist zu erzählen. Du weißt, dass es nicht stimmt. Du hast ihn angegraben und nicht er dich. Natürlich hat er mich angegraben. Ich andere als diesen Typ vergewaltigt. Eine Vergewaltigung und das weißt du auch. Das wollte ich wissen. Wie sah es denn aus? Ja, als hätten die beiden ihren Spaß gehabt zusammen. Und jetzt ist es ihr halt einfach peinlich, dass sie mit dem peinlichsten Jungen der Schule rumgemacht hat. Das ist ja wohl hat. Das allerletzte von dir jetzt, oder? Das ist eben nicht das allerletzte. Du bist für mich gestorben, du bist das allerletzte hier. Du dich mit dem Schwuli-Loser zusammen und lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, glaubst du, ich will mit sowas wie dir was zu tun haben? Schau doch mal, du kannst sogar noch nicht mal vor Gericht die Wahrheit sagen. Ja, schau dich mal an. Ja, klar. Nenne. Das kannst du alles nicht sein. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Und ich bin eigentlich auch gar nicht schwul, glaube ich. Bitte? Ja, ich habe das nur meiner Mutter gesagt, weil ich habe keine Chance bei Frauen. Was haben Sie nur Ihrer Mutter gesagt? Ja, dass ich schwul bin, weil meine Mutter hat mich die ganze Zeit gelöchert und gefragt, ja, hast du eine Freundin? Wann kriegst du eine Freundin? Und wenn ich gesagt habe, ich bin schwul, da waren die ganzen Fragen ausgeschaltet, hat sie mich einfach nicht mal gefragt. Das war Samuel, ist es wirklich wahr? Können Sie nachher besprechen draußen. Ja. Oh Gott, sind hier alle übergeschnappt, normal? Ist es normal, wenn der Junge mich vergewaltigt? Halt den Mund. Romina, jetzt auch so ein Mist erzählen. Mein Gott, er hat dich nicht vergewaltigt. Ja, komm. Ja, es ist so. Schon okay jetzt. Mhm. Frau Faser, ja. Ich frage Sie jetzt einfach mal. Hatten Sie einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit dem Angeklagten? Naja, so nüchtern und im Tageslicht betrachtet, nein. Fragen noch an die Frau Heilbach. Keine. Keine weiteren. Verzicht auf Vereidigung 61 zu Verzicht und STBO. Überhaupt keine Fragen mehr. Sie setzen sich da nach hinten, nehmen ihre Flasche mit und halten beide den Mund, alle drei eigentlich. Muss es sein? Halt's mal. Ich nehme an, ich sagte, Sie sollen den Mund halten da hinten. Auf dem Bericht der Jugendgerichtshilfe
Wird verzichtet. Nehme ich an, können wir dann verzichten. Danke trotzdem fürs Kommen, Frau Moll. Frau Faser, jetzt frage ich Sie noch mal was, wenn Sie wollen. Können Sie darauf was sagen? Es ist durchaus auch möglich, nachdem Sie volljährig sind, Ihnen hier die Verfahrenskosten, insbesondere die Verteidigerkosten, aufzuerlegen. Wollen Sie dazu was sagen? Nein. Nein, schön. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, selbstverständlich ist der Angeklagte hier frei zu sprechen, nachdem er eigentlich nichts anderes getan hat, als ein unbewusstes Erlebnis, ein unbewusstes, angenehmes Erlebnis zu durchleben, das aber allerdings Romina Faser eingeleitet hat. Und Romina Faser wird hier sicherlich noch andere Konsequenzen zu tragen haben, denn sie hat sich eindeutig hier einer falschen Verdächtigung schuldig gemacht. Es gibt auch noch ein saftiges Strafverfahren, Frau Faser, kann ich Ihnen versichern. Und überdies hat sie natürlich im Falle des selbstverständlich zu erfolgenden Freispruchs die Kosten des Verfahrens zu tragen, was ich hiermit auch beantrage. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, sehr geehrter Herr Staatsanwalt. Ich habe selten so etwas Niederträchtiges an Zeugenaussage in einem Gerichtssaal erlebt, wie das, was es die Frau Faser heute dargeboten hat. Und Herr Staatsanwalt, ob das ein angenehmes Erlebnis für meinen Mandanten gewesen ist, das weiß ich ja noch nicht. Im Übrigen vermute ich sogar, dass es auch unbewusst nicht. Es wird nämlich sehr bewusst für meinen Mandant sein, dass er im späteren Verlaufe seines Lebens sicherlich nicht weniger Probleme mit Frauen haben dürfte. Aufgrund dieses Erlebnisses weniger Probleme dürfte er hier mit dem Urteil haben. Ich gehe davon aus, dass das Gericht ebenfalls freispricht, wie ich es beantrage. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Da ziehen wir uns zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Samuel Wechsler wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Dann geht doch der Beschluss, die Kosten des Verfahrens und notwendigen Auslagen des Angeklagten werden der Anzeigerstatterin Romina Faser auferlegt. Nehmen Sie Platz. Nüchtern und bei Tageslicht betrachtet, war es kein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Nüchtern und bei Tageslicht betrachtet, war es eine ganz miese, wirklich eine ganz, ganz miese falsche Verdächtigung. Wenn er hier verurteilt worden wäre, wenn Sie beide bei der Geschichte geblieben wären, dann hätte ihn eine langjährige Jugendstrafe erwartet. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Er selber kann sich ja nichts mehr erinnern, aber zum Glück die Frau Heilberg. Sie wollten gemeinsam testen, ob er homosexuell ist. Dafür haben sie ihn vollgepumpt mit Wodka. Und sie haben gedacht, eine Frau wie ich wäre doch gelacht, wenn ich den nicht rumkriege. Ja. Allerdings hat die Frau Heilberg dummerweise gesehen, dass es ganz und gar nicht den Eindruck machte, als würde irgendwas gegen ihren Willen passieren. Ihnen war es im Nachhinein schlicht und einfach peinlich, dass sie mit dem peinlichsten Jungen der Klasse, wie sie so schön sagten, da Sex hatten. Und da haben sie im Nachhinein hier auf vergewaltigte Dame gemacht. Die Frau Heilberg ist ja völlig glaubwürdig, insbesondere nicht deshalb, weil sie sich auch selber nach dieser Straftat bezichtigt hat. Falsche Verdächtigung. Warum sollte sie das tun, um jetzt nur Ihnen eins reinzuwürgen? Bei Ihnen hat ja schon die Ausgangsposition irgendwie nicht ganz geklappt. Sie hatten sowas von Angst vor ihm, aber dann gehen Sie ihm hinterher an den Strand. Beim besten Willen nicht. Wir glauben der Frau Heilberg und nicht Ihnen. Und ich denke, Ihr Schlusswort hat ja eigentlich auch einiges hier zurechtgerückt. Deswegen, klar, waren Sie hier freizusprechen. Für die beiden Damen da hinten war es das allerdings noch nicht. Falsche Verdächtigung ist eine Straftat, in dem Fall eine ganz gravierende Straftat. Bei Ihnen wird es natürlich ganz gravierend hier berücksichtigt werden, dass Sie hier die Kurve noch gekratzt haben. Und bei Ihnen kommt eine Falschaussage dazu und das ist noch mal eine schwere Straftat. Und wenn Sie wieder mal über irgendjemand was wissen wollen, Intimes, Vorlieben, schon mal daran gedacht in der heutigen Zeit, dass Sie ihn einfach fragen? Tja, Herr Wechsel. Alles, was wir so gesehen haben, nicht nur die vorderen zwei Damen, sondern alle gemeinsam, nennt man heutzutage wohl Zickenalarm, oder? Und für den kurzen Moment könnte man da schon fast zweifeln, ob es sich eigentlich lohnt, Frauen zu mögen. Aber bleiben Sie so, wie Sie sind. Ich kann Ihnen sagen, ganz sicher, es lohnt sich bei vielen, oder sag mal, bei vielen anderen, bei manchen anderen. Sitzung ist geschlossen. Die 18-jährige Romina Faser wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.